Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Aber vorher müssen wir die Sprache noch wählen. Englisch. Französisch. Oh, ich krieg schon wieder zu viel mit dem Ton. Deutsch, Italienisch, Spanisch. Ich könnte es ja mal auf Italienisch versuchen, aber ich mache auf Deutsch. Und zwar zu Rischef, der Zerstörer. Genau nach den heiligen Karten geht's weiter mit Rischef, der Zerstörer. Wir machen natürlich ein neues Spiel. Ja, ich habe schon ein Spiel schon angefangen. Das ist der Uhrenturmpark. Der Uhrenturmplatz. Diese sind überall. Über die ganze Welt verspreut. Zerstreut. Verspreut. Ja, egal. Nach allen Abzügen der Kunst. Im Heiligenkern 3100 S kostet. Hier kostet mich das 4456. Ich habe da sagt kein Kommentar mehr zu. Du könntest ja mal hochrechnen. Ein Duellant bringt eine Kapazität. Ja, wenn ich da 1000, müsste ich 1000 Duelle beschreiten. Wenn da gut läuft, läuft ein Duell eine Minute. 1000 Meilen sind 1000 Minuten und das in Stunden. Könnt ihr es euch selber ausrechnen? Dieses Monster war gleich im Verteidigungsmodus. Ihr werdet sehen, dass die Gegner jetzt um einige stärker sind. Der müsste sogar zu Level wie der Richter. Oh, da fängt er schon an. Mit Hing der Finsternis. Was? Reskrupp. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist doch egal. Der mich einmal angegriffen. Der Schwächling konnte mich einmal angreifen. Das ist auch neu, das darf ich nicht vergessen. Während dieses Let's Plays. Fliegender Fisch oder verrückter Fisch. Ein fliegender Fisch war was anderes, genau. Oh. Jetzt ist es noch einfacher, aber wartet mal ab, das wird noch schwerer. Ja, genau, wir gehen alle eins und runter. Passt. Oh mein Gott, wir werden schon erwartet. Unser Plan ist schon halb aufgegangen hier. Ja. Unsere Gegner wissen schon Bescheid. Nicht gut. Full Galeries. Ab jetzt. Schwingaue! Danke, gut Deutsch. Den will ich auch spielen so weit. Wenn ich gewinne, geht es sofort zum Altar, ja? Bitte, verliere nicht. Iron Magnum, hört sich interessant an. Aber nee. Gute Freunde lässt man nicht im Stich. Warten da noch einige Hammer auf Schwarzanhänger, nein! Hä? Erschreckt ein Monster, aber. Okay. Daneben nicht. Fliegender Fisch. Ah, die Verteidigung gestärkt. Reicht aber nicht. Schwarz. Schwert der dunklen Zerstörung habe ich bekommen. Verteidigung ist bei ihm wieder angesagt, okay. Nur gut, 5 Lebenspunkte ist auch nur eine schöne Zahl. Du hast also die Belehrungsschüsse. Der Graf von 2. Belehrungsgegenständen. Pfeifer, der Himmelsrache. Slava Damage Strache hat seine Macht zurückerlangt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Rechef, der Zerstörer. Stimme möchte heute nicht, so wie ich das möchte. Der dritte Millennium. Ey, was ist denn heute los, ey? Nein. Zombies. Und wer erwartet uns bei Zombies? Genau, ein altes Ehepaar, ja. Ich bin Bones, euer Fremdenführer. Na gut, das Fremde, ich würde sofort flüchten, wenn ich dieses Gesicht nur sehe. Aber hinten gibt es eine Geheimkammer. Kies Team passt bestimmt nicht hinein. Die Kammer ist hier. Gut. Ich glaube, es ist dieser Raum hier. Bones ist zum Glück noch auf unserer Seite. So, was haben wir denn Schönes? Oh, Slife haben wir gezogen. Ich opfere alle meine drei Monster. Die ägyptische Gottheit. Slife, der Himmelsdrachen. Aufsuchen. Bleibende Wirkung von Slife nehmen. Dreimal Schreck auf jede Karte in der eigenen Hand. Aber ich habe noch eine Zauberkarte. Dadurch hatte ich jetzt 9900 Angriffspunkte. Attack auf Krötenmeister. Okay, sogar 10.000. Sick. Uhrenturmplatz, immer Parkplatz, würde ich sagen, warum auch immer. Machen wir mal kurz einen Besuch in den Kartenladen hier. Wiederbelebungsschleim. Attacke. Ich glaube, das war die Rettungskarte, ey. Die sind nicht ohne. Ah, Topfdeck hier, meine Rettung. Ich muss Karten ziehen. Zweite Fallgrube. Der Verschrecker. Boah. Oh, das könnte tödlich werden. Wie sag ich ja? Sag ich ja, ey. Ja, nee, jetzt ist vorbei.
oder? Wasser gegen Donner! Attacke! Nochmal um einen Zug gerettet. Warte, das ist Wald. Und Wald schlägt Feuer. Also spielen wir Raigeki hinterher. Oh, knapp gewonnen, ey. Belebungsgegenstand, schnell, bitte. Ja, okay, cool, du dumme Dame. Du Junge, aber jetzt Junge, habe ich jetzt dumme gesagt. Ey, könnt ihr selber interpretieren. Interpretiert's, wie ihr das wollt. Oh, nicht diese Eidechse schon wieder. Na gut, dieses Mal gebe ich mich geschlagen. Das ist wahr, schlagen sie doch die Doppelduelle. Kleiner Bruder, komm. Kick fast Joey ins Gesicht ein, rein, ey. Aber ich machen können. Eine bessere Hand habe ich mir schon gehofft. Ich habe Topf der Gier gezogen. Nice. Brauche ich auch ganz dringend. Diesen Müll gezogen zu haben, oder was? Gott, ey. Ja, er hat geopfert. Jetzt ist die Frage, verwandle ich das Ding jetzt in ein Meer? Okay, Frage hat sich gerade erledigt. Komm her, bläugiger weißer Drache. Passt wie immer früh. Die Neoguts hinter ihnen her sind. Stimmt also. Oh, das wusstest du schon. Mein großer Bruder, sagt er. Ich sollte es dir mitteilen. Da kamen wir extra hierher. Ups, das ist ein Geheimnis. Bis später. Selber schuld. So sieht schon gut aus. Ja, ich habe eine Fallkarte. Warum spiele ich die denn nicht? Erstmal wieder Belebungsschleim aktivieren. Bevor wir uns gleich an die Lebenspunkte rantasten. Sorry, ob es nicht um die Duelle gehen hier, die ich auch mal. Weil ich denke nur, dass ich die Duelle verlieren werde, definitiv. Frage ist nur, wie viele. Mit der Kraft des Belebungsrings und des Auges. Kehrt. Überlässt. Der Peiniger zurück. Wallace, der Peiniger ist wieder erstarrt. Den noch. Götterkarten wählen selbst ihren Besitzer. Wie es aussieht, wird Wallace dich nicht akzeptieren. Die Zeit, dass er dein wird, ist noch nicht gekommen. Die Karte wählt als ihren Besitzer. Wegen deiner Miserie, Seto Kaiba. Eingebildeter Geldsack. Es ist durch dein Schicksal vorbestimmt. Okay, dann. Ich suche Serenity und ich dachte mir schon, dass du so reagieren würdest. Darum habe ich sie hierher gebracht. Serenity, komm herein. Wie komm herein, hä? Komm her höchstens. Hey, schön euch alle hier zu sehen. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, wow. Kein Mensch schon möge begehen. Ja, 5. Serenity ist in Gefahr. Ja, ist ja so klar, dass sie in Gefahr ist. Schnappen wir sie uns. Ja. Prima, du bist unser Mann. Erstmal Verteidigung und ohne Falle. Gucken, was er spielt. Was? Infektionsfee Lilly? Oh Gott, gut, dass wir ohne dass sie keinen Effekt hier hat. Fliegender Fisch oder verrückter Fisch? Warum sagen wir ein fliegender Fisch? Verrückter Fisch. Die Musik ist gut. Das ist das einzige Gute hier. So, er ist dran. Verrückter Fisch. Ja, Gott sei Dank habe ich mit dem angegriffen. Doppelköpfiger Donnerdrache. Geiler Mann. Boah, es geht ja, Roland natürlich. Oh Gott. Die liebt ihn mehr als Joey. Oh Gott, eure positive Energie stärkt mich. Komm her, Schwarzglänzen noch mehr. Letzter bläugiger Ultra. Okay, die zwei Fusion. Okay, dieses Monster ist der Meister der Drachensoldaten. Was? Meister ist dran, so gehen. Galaxy Crash. Dinosaurier. Wer erwartet uns da? Genau. In der Grotte Rex Raptor. Oh Gott, bei denen könnte ich schon kotzen, ey. Muss mich mal ganz kurz übergeben, einen Augenblick. Topf der Gier, super. Gleich mal aktivieren. Oh, ich habe nur noch Slifer gezogen. Alle drei Monster opfern. Mal mit Slifer direkt angreifen. Dramischkerkung für die Karte. Tschüss. Ich möchte euch die Götterkarten ja präsentieren hier. Wer vom Millenniumsgegenstand angezogen wird, der beweise sich dort, wo die alten Drachen schlafen. Duell. Also irgendwie ziehe ich hier echt nicht das Wahre.
Aber der einzige wirklich starke Gegner war bis jetzt der Computer da. Schwerer Sturm, nein! Hä, sag mal, was ist das alles? Und eines. Ich dachte, das waren so die Zauber- und Fallenkarten weg. Okay, muss ich mir merken. Och nee, nicht Elektrophie. Galapagos. Boah, Galapagos-Insel. Meine Fresse, war jetzt schon.